Es ist wieder niemand dabei, Digga. Was ist das denn? Ich versteh's einfach nicht. Nein, Neil. Neil ist... Och nein, Neil ist krank. Was soll die Scheiße? Jetzt brauchen wir schon 8000. Jede Runde wird's einfach teurer, ne? Scheiße, Neil ist krank. Ja, Dario, du musst jetzt halt allein irgendwie rumschlagen hier. Ja, ist Lilly eigentlich auch wieder jetzt chillig oder immer noch piss? Richtig, Leute. Wir machen jetzt hier Ladenerweiterung. Oder, nee, fast vielleicht sogar... Nee, warte mal, wir machen die mal zurücksetzen. Wir machen die mal die Ladenerweiterung gegen hinten. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Okay, jetzt haben wir dann fast wieder kein Geld mehr. Perfekt. 164. Scheiße, wir müssen am Anfang immer Steuern zahlen. Ich glaube, wir haben jetzt zu wenig Geld für das. Das wird jetzt kritisch. Aber egal, wir müssen nächsten Tag noch... Aber warte mal, scheiße. Wir müssen nämlich immer am zweiten Tag die Kamera neu starten, weil sonst... Keine Ahnung, geht die nicht. Das heißt, ich habe gerade keine Facecam, aber... Warte mal ganz kurz. Das ist kein Ding. Für den King. Und heute haben wir leider nur 3 Mitarbeiter, aber das sollte reichen. So, dann schieben wir hier mal alles ein bisschen nach hinten. Beziehungsweise wir können das Gemüse auch jetzt einfach hier hin rein. Weil das will ja irgendwie sowieso keiner kaufen, von daher juckt es ja auch nicht, wo das steht. Ja, das Ding ist, ich muss dann eine Kamera immer so circa bei einer halben Stunde aufnehmen, muss ich die kurz beenden und dann wieder neu anmachen, weil... Keine Ahnung wieso eigentlich, aber irgendwie, wenn ich die halt eine halbe Stunde lang dann nicht anfasse, weil ich bewege mich halt hier nicht so krass und da hat ihr das Gefühl, ach so, sie filmt nichts, deswegen schaltet sie aus, ne? Weil ich nur so kleine, dezente Bewegungen mache und das, keine Ahnung, ja, ist halt einfach scheiße. Ich glaube, wir machen übrigens dieses Regal, ah ne, wobei, nee, wir müssen das so machen. Aber wir könnten hier alles noch so ein Block, Alter, Minecraft Valhalla kickt. Wir machen das mal so. Dass das hier immer so, ach scheiße, immer so einen Block, ach was für Block, Alter, einen links weiter hinten ist. Und zwar habe ich mir jetzt auch überlegt, wir machen jetzt hier auf, damit die Kunden da reinrennen. Aber dann haben wir keinen schönen Durchgang, ne? Es ist ganz kritisch irgendwie. Das war auch hyper intelligent, Alter, ich habe das hier einfach vorne ran gebaut. Ich packe erstmal das Lager aus hier. So ist er jetzt wieder da. Alles klar, Digga. Hä, manchen Tagen muss ich zweimal zahlen, damit er überhaupt nochmal kommt. Und manchmal kommt er einfach for free. Also ich meine, das ist ein Ehrenmann, aber hä? Versteh's nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt alle Produkte ausgepackt und das Lager ist nicht mehr voll. Dass ich das noch erleben darf, ist auch wunderschön. Das Ding ist, ich überlege mir gerade. Wir machen jetzt hier, ich kann gerade tatsächlich nicht helfen. Ich verstell dir nur kurz das Regal. Auf Ehrenbruderbasis. Nee, wir machen das jetzt so, dass hier hinten dann ein Gang ist. Ich muss gerade überlegen, Alter. Ich muss so krass brainstormen gerade. Neil fällt wirklich, Alter. Fällt? Neil fehlt wirklich, weil wir brauchen unbedingt jemanden, der hier auch immer wieder so ein bisschen restockt. Weil ich selbst muss irgendwie immer ein bisschen für alles gucken. Und dann habe ich keine Zeit für diese Shots. Das Ding ist aber auch, wir brauchen eigentlich auch einfach 2 Kassen, weil sonst geht das nicht mehr auf. Wie wäre es denn, wenn wir... Warte mal. Ich fülle das hier noch ganz kurz auf. Wie wäre es denn, wenn wir hier das Klopapier hier so ein bisschen... hier rüber erstmal machen. Das hier verschieben wir auch erstmal nach hier oben. Lilly, du kannst ganz kurz... Du kannst gar nicht anderes. Dann machst du halt ganz kurz eine Pause dann. Genau, dann übernehme ich. Ich übernehme. Danke. Kommt hier noch einer? Nee, okay, dann schließen wir die Kasse. Machen die hier vorne dran. Wenn sie da endlich mal gerne weggehen würden. Scheiße, ich habe hier gar nicht genug Platz. Pisst die gerade? Oder was war das für ein Plätschern? Ach, die Kaffeemaschine, klar, lol. Ich will die halt gerne hier hinmachen, aber ach Digga, jetzt ist das hier noch im Weg. Really? Zum Glück sind auch nicht so viele Leute da. Das ist noch nicht so schlimm, wenn eine Kasse fehlt. Das Ding ist aber, Lilly kommt jetzt dann zurück und dann wird die halt hier an die neue Kasse. Jetzt bin ich an die Kasse. Zack. Oh shit. Nein. Ich habe sie nämlich, glaube ich, falsch platziert gehabt, oder? So. Lilly, genau, it's time to shine. Ich mache jetzt aber hier vorne dran eigentlich wieder eine Wand, damit die hier wieder nicht durch... Ach Digga. Überleg mir gerade, wie fixen wir jetzt dieses Loch hier, das es hier gibt. Ach, ich weiß wie. Wir machen einfach diesen hier dahin. Ach so, aber der hat keinen Platz. Ach, wir müssen die hier wieder alle ein bisschen nach hinten verschieben. So, dann passt das hier. Wieso arbeitest du wieder nicht? Ist das Lilly? Ich glaube, oder? Lilly, bitte arbeiten Sie jetzt, Digga. Sie können nicht einfach die Leute einfach wieder nicht arbeiten lassen. Nicht zahlen lassen. Hallo, unser Profit. Oh mein Gott. Was ist mit dir? Du gehst jetzt. Machen sie eine Pause. Verpiss dich. Hä? Mach doch jetzt eine Pause. Jetzt arbeitet sie wieder. Jetzt kannst du auch weiterarbeiten oder was?
Aber ich muss sagen, ich bin immer noch nicht hundertprozentig zufrieden mit dieser Lösung hier, mit diesem Regal. Das ist irgendwie nicht so geil. Was macht der schon wieder? Hallo? Ja, Digga, sie sind selber schuld. Sie sind offen falsch. Bruder, hier vorne ist auch... Digga, hier vorne ist auch wieder so ein Knäuel. Das ist gar nicht gut. So, Lilly, bist du wieder back hier? Dann gehe ich hier nämlich... Oh Gott. Lilly? Übernimmst du? Oh Gott, tut mir leid. Ich dachte, Lilly kommt, aber Lilly ist wieder pisst. Mir egal, diese Arbeitsbedingungen sind einfach lächerlich. Was für Arbeitsbedingungen? Hä, du arbeitest für viel Geld. Ich habe dir gerade noch eine Lohnerhöhung gegeben. Digga, wir haben gerade so viele Kunden verloren. Wir müssen wirklich eine dritte Kasse hier aufstellen. Bruder, und hier muss Platz gemacht werden. Bitte, es reicht noch für eine Kasse. Biete. Bruder, aber es ist hier wirklich schon immenses Chaos. Neil hat gefehlt, weil irgendwie konnten wir nichts restocken. Weil ich musste irgendwie zur Hälfte, muss ich an der Kasse stehen, zur anderen Hälfte. Keine Ahnung was. Wollen wir jemanden von denen einstellen nochmal? Wir gucken mal, was der so kann. Kauf, okay, Wiederbeschaffung. An deiner Kasse ist auch nicht schlecht. Ja, okay, damit kann ich leben. Bin ich zufrieden? Also feiere ich, ja. Julius wurde eingestellt. Okay, perfekt. Ich nehme halt pro Tag immer vier Folgen. Pro Tag immer vier Dings auf. Vier. Was laber ich, Alter? Vier Tage, so. Mein Gott. Alter, was war das denn? Ich nehme pro Tag vier Tage auf. Ja, also pro Folge meine ich. Digga, ich bin komplett lost. Und genau. Und ich glaube, wir können jetzt noch einmal, oder? Da wir keine Bewerbung wieder gut haben, verstellen wir jetzt nochmal ganz kurz alles, was wir verkauft haben, oder? 7800, ein bisschen weniger als gestern. Aber heute konnten wir auch nicht restocken, von daher. Wir gehen in den nächsten Tag. Wir haben noch 5000. Mein Ziel ist es jetzt hier direkt am Anfang hier so ein bisschen Ordnung zu schaffen. Und zwar im Sinne von, ich mache hier zu mit den Regalen. Digga, wie alle Regale. Guck mal, Alter. Das ist so traurig. Hier alles leer. Überall alles leer. Oh mein Gott, wir haben gar niemanden im Restocking, merke ich gerade. Oh Gott. Julius, du bist doch im Restocking, aber gut. Du machst es jetzt. Ganz ehrlich, zwei Kassen sollten jetzt erstmal reichen. Kann ich ihm hier draußen so ein bisschen behilflich sein, mit dass ich so Regale ausräume, meine ich. Und er packt halt alles aus. Ich hoffe, er macht keine Artikel kaputt. Aber ich glaube, er war ja ziemlich gut, oder? Dann sollte das nicht passieren, sonst haben wir halt verkackt. Kaputte Ware, 6 Artikel. Es tut mir furchtbar leid. Okay, ja, Julius, kann man sehen. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass Neil das macht. Julius ist so ein bisschen im Verkauf tätig. Ja. Neil, du räumst jetzt alles ein, okay? Boah, er macht das, Alter. Direkt zum veganen Zeugs. Julius? Okay, Digga. Das war intensiv. Nein, Spaß. Ich war ein bisschen verwirrt. Actually. 5, oh mein Gott. Julius, was machst du denn? Auch da alles kaputt. Nein, ich hab... Okay, hattet jetzt zeitig den Restart. Och nee, das ist ja schon voll lange. Ihr habt jetzt wahrscheinlich... Entweder hattet ihr jetzt keinen Sound vom Spiel, oder... Ich hatte mich... mit der schlechten Audioqualität geholt, weil... Ah nee, stimmt gar nicht. Es wäre schon auch nicht... Es sind wieder zu viele einfach. Es sind einfach wieder zu viele. Jawohl. Nee, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ihr für den Sound gehört habt. Also von dem Soundqualität hier vom Mikrofon her. Ich weiß jetzt nicht. Weil ich habe auf OBS jetzt aus Versehen. Ich nehme halt immer die Audiospur einzeln auf. Die Videospur und die Facecam-Spur. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob jetzt der Sound schlechter ist, wenn ich es jetzt nur mit OBS nehme. Es wäre halt so ein Minecraft-Tonhaller-Videos. Von daher. Ich hoffe jetzt mal, dass das nicht der Fall ist. Aber. Man weiß es halt nie. Okay, Nils ist hier auch schon wieder voll dabei, hier mit dem Sachen auffüllen. Ich sag halt immer Nils, weil da halt Nils steht, aber eigentlich meine ich ja Neil. Tut mir leid, Neil. Muss gucken, ob ich diese Mitarbeiter irgendwo umbenennen kann. Bruder, was ist das denn? Okay, vielleicht ist der Gang ein bisschen zu eng gekommen, muss ich schon zugeben. Es geht hier so ab hier in unserem Laden. Also. Okay, bei uns läuft, wie gesagt, meine Mutter hat mich gerade angerufen, aber egal. Ich weiß es gerade gar nicht. Okay, die Kassen, oh oh. Ich gehe jetzt einfach ganz kurz an die Kasse, weil Neil macht ja das Restocking und Julius und Dario, die gucken ja beide so ein bisschen, damit die Leute hier bedient werden. Genau, dann gucke ich jetzt hier auch noch an der Kasse und also ich glaube, grundsätzlich läuft es, oder? Als ob für euch schon wieder eine Kasse zu wenig ist. Dann gehe ich jetzt halt auch noch an die Kasse, mein Gott. Digga, die rasten wieder alle aus, obwohl eher eine Kasse frei ist, aber irgendwie die Typen kommen manchmal einfach nicht zahlen, ne?
Alles klar, komm, was ist das denn? Wir verlieren immer so viele Kunden, weil das irgendwie immer so buggt. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht ist das ja auch ein bisschen zu eng, merke ich gerade. Vielleicht sollte man das in der nächsten Folge ein bisschen größer machen. Oder wir zahlen einfach auch mehr Lohn, als wir Darlehen haben. Okay, wir zahlen jetzt mal beide Darlehen zurück, dann haben wir mit diesem Zeugs nicht mehr zu tun. Ich weiß nicht, reicht es noch für die Verkäufe nachzubestellen? Oh, zum Glück. Okay, wir haben jetzt wieder nur noch 365 Geld, aber egal. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge King of Retail. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen. Ansonsten würde ich sagen, was ist mit dieser Folge? Ja, ich wiederhole mich jetzt nicht nochmal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!